Ich möchte jetzt gerne einmal hier hin. Habt ihr eigentlich früher, als ihr klein wart, so Schnecken gesammelt? Ich muss ja zugeben, dass ich das gemacht habe, aber naja. Ja, was heißt gesammelt? Ich habe die immer irgendwie, ich weiß nicht, ob das so gut war für die Schnecken im Nachhinein betrachtet. Jetzt, ich habe die dann immer irgendwo reingepackt. Oder was heißt reingepackt? Irgendwie so. Ja, praktisch mit denen gespielt. Oh Gott, die armen Schnecken. Weißt du, die dann irgendwo hingepackt und dann geguckt, was die machen. Weißt du, Biologie-Studium praktisch für Kleinkinder. Naja. So, oder für Kinder. Nee, weiß ich nicht. Was habe ich da genau gemacht? Gute Frage. Ach, hier geht's jetzt rein. Okay. Ein Champion. Na, wunderbar. Wer, der greift mich jetzt an. Okay. Na toll. Die sengende Kugel magischer Energie knistert und treibt die Anlage im Labor an, ohne sich zu verbrauchen. Haltet mit diesem Ort der Macht Zwiesprache. Das wird nicht klappen, weil hier dieser blöde Champion ist. Was soll denn das? Mann, wer setzt denn hier einen Champion hin? Alter, ich will diese Fertigkeitsherausforderung machen. Wie soll ich das machen, wenn hier ein Champion rumsteht? Soll ich jetzt im Chat nach Hilfe suchen oder was? Na, so weit kommt's noch. Na, wunderbar. Das ist doch Verarsche. Das ist doch echt Verarsche. Ja, was soll ich machen? Ich sterb eh. Okay. Brauche Hilfe bei Fertigkeitspunkt Gruppen Event hindert mich daran. So. Schreibe ich einfach mal hin, mal sehen, ob da vielleicht irgendwer mir helfen kann. Da! Ah, kann ich mich da nicht hin teleportieren? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht wahr. Weil da das Event irgendwie. Das ist doch nicht. Das darf doch alles nicht wahr sein. Jetzt muss ich hier den langen Weg nochmal laufen. Wo? Warte, ich lade dich ein. So, flüstern, melden. Wie kann ich den jetzt einladen? Oh, ich muss erstmal. Kann ich den nicht einladen? Flüstern wie? Hier, Gruppen. Spielername. XX. Nero XX. Wer nennt sich denn so? Einladen. So. Okay. Tja, hier hinten ist es irgendwo, warte mal. Ja. So, warte mal. Vielen Dank schon mal im Voraus. So, ja, jetzt einfach hier hinten. So. Ich hoffe, der kommt jetzt einfach hierher. Ich gehe mal davon aus. Ja, okay. Sieht gut aus. Ach, hier muss ich. Nee, hä? Wo war denn das jetzt? Hier war das jetzt. Okay. Das ist ja echt dämlich einfach. Wie kann man da einfach ein Gruppenevent platzieren? Gut, ich habe ja zum Glück jemanden gefunden, der mir da helfen kann, aber wenn ich jetzt keinen gefunden hätte, wäre auch ein bisschen dämlich, ne? Ein Gual-Schamane. Ach, schön, Mensch. So. Weißt du, wo hier die Hexe ist? Welche Hexe? Welche. Keine Ahnung. Warte. Vielleicht im Lebkuchenhaus. Naja. So. Wo soll die Hexe sonst sein, außer im Lebkuchenhaus, ja? Ja, wenn es so einfach wäre. Nee, aber keine Ahnung. Woher soll ich denn das wissen? So, Grawl Berserker ist jetzt tot und wir haben ein wenig Hilfe von diesem Nero. XX Nero XX. Ja, was soll ich zu dem Namen sagen? Ist sehr einfallsreich einfach.
Ich weiß nicht, ob Escor besser ist, aber naja. So. Keine Ahnung, vielleicht hat er zu viel DVDs gebrannt. Ihr kennt ja bestimmt Nero Burning Rom. Ist glaube ich so eine Anspielung auf Nero, der ja irgendwie irgendwas mit Rom zu tun hat, also mit der Stadt jetzt. Ich weiß es aber auch nicht genau. So. Ja, jetzt probieren wir uns mal an diesem Champignon, würde ich sagen. Oh, ich weich mal aus. So. Toll. Ich wollte einen Banner aufstellen, nicht das. Warte, und hier auch nochmal so einen Banner. Hilfe! Zu Hilfe! Ach du Heilige. Der ist aber zu zweit schon schwierig. Wie soll ich den denn alleine schaffen? Ich glaube, zu zweit wird das auch nichts. Ich glaube, das Sinnvollste ist einfach... So. In der Hoffnung, dass er mich nicht angreift. Ja, das klappt. Okay. Hey, das hat geklappt. Gut, ich frage mich nur, ob wir das Event hier schaffen. Hm. So. Hey, aber den Fertigkeitspunkt habe ich jetzt. Oder habe ich den jetzt? Ich glaube, ja. Ja, doch, habe ich. Okay. Ah. Na toll. Stirb. Du blöder Champignon, Champion, wie auch immer. Fertigkeit lädt auf. Boah, jetzt habe ich Hunger. Ich habe Hunger. So. Hm. Aber nicht auf Champignons, aber trotzdem habe ich Hunger. Alter, wie viel Leben hat der denn? Er ist doch voll übertrieben einfach. La 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 la. Na komm schon. Wo ist jetzt eigentlich mein Gefährte? Da oben ist er jetzt. Ach, der macht auch den Fertigkeitspunkt. Das geht natürlich auch. Hilfe! Zu Hilfe! Ach, du Heilige. Hilfe. Ich laufe jetzt nur noch, glaube ich. Das hat ja voll viel gebracht. Ups. Ja, na toll. Du blöder Champion. Bann. So, okay. Ich habe Hilfe gehabt. Hey. Ich finde das praktisch, dass man sich gegenseitig wiederbeleben kann. Allerdings bin ich trotzdem gleich wieder tot. Toll. Ach, Mann. So, ich weiß auch gar nicht, wo ich... Nein! Hilfe! So, ich heile mich mal. Das bringt nicht viel, leider, aber... Toll. Ich glaube, das bringt sogar weniger, als wenn ich das einfach so laufen lasse. Ich kann da nicht mal ausweichen. Ich habe nicht genug Energie. Ja, so wird das ja gar nichts. Ich muss ja nah ran. Das ist ja das Problem. Ich kann ja sonst keinen Schaden machen. So, ist ein bisschen dämlich. Leider. Ich muss an ihm dran stehen, sonst mache ich keinen Schaden. Es geht nicht anders. Ich bin so schlecht. So. Traurig. Okay. Ja, toll. Ich muss ja an ihm dran stehen, das ist ja das Problem. Jetzt stirb doch mal. Mann. Alter. Will ich den unbedingt machen? Nicht unbedingt, aber wäre schon hilfreich vielleicht. Na komm schon, jetzt heil dich doch mal hoch. Na komm schon, ja, 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 jetzt. Das klappt, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Vielleicht ist der auch gar nicht dafür gemacht, den zu zweit zu machen. Ich weiß es nicht. Okay. So, warte. Ich hau ab. Ich habe ja den Fertigkeitspunkt habe ich ja geschafft. So, den Champion schaffen wir alleine oder zu zweit nicht. Mhm. So. Ja. Gut. Wer greift denn da noch? Was ist denn los mit euch? Jetzt greifen die auch noch an. Ich laufe jetzt einfach. Jetzt reicht's mir. Oh, das Erz. Das Erz. Platin. Ich bin wieder viel zu geizig. Bin wie so ein Zwerg. Platin. So, für meine Gesangskünste. La, 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 la. Ich bekomme Platin, weil ich so schön singe. Ach, ist ja toll. So, ja. Und jetzt? Jetzt muss ich nach Süden. Vielen Dank. Doppelpunkt großes D. So, heute schreibe ich mal nicht rollenspieltechnisch, ne?
Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. So. Wie kann er denn so fallen? Das geht nicht. Alter. Das ist voll realistisch. Weißt du, ich springe einen Meter aus dem Wasser. Und wenn ich dann wieder ins Wasser reinkomme, dann taucht er erstmal 2 Meter tief oder 3 Meter tief. So. Ja, toll. Nack. Lass mich in Ruhe. Ist aber auch schön hier eigentlich. Gut, jetzt ist natürlich Nacht, aber ich muss dann mal mögen deine Feinde bei deinem Anblick erstarren. So. Okay. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, dass man das groß schreiben muss, aber ist mir gerade egal. So. Wie komme ich jetzt zum Aussichtspunkt? Da irgendwie. So, ja. Ich finde den Namen voll kreativ. Naja. So. Tschüss mit SZ. So. Oder schreibt man das mit SZ? Ich glaube ja. Nee, das schreibt man mit Doppel-S, ne? Tschüss. Ich schreibe jetzt einfach tschö. So, warte. Wie kann ich denn jetzt hier Gruppe verlassen? So. Okay. Hier sind Krebse. Ich möchte eigentlich jetzt das mal entdecken, ganz kurz. So, und dann zum Aussichtspunkt. Und dann nochmal den Fertigkeitspunkt machen. Und dann... Ach, ich habe schon wieder 62%. Krass. Geht aber auch schnell voran. Jetzt bis auf das gerade mit diesem... Naja. Das war eher nicht so gut, aber... Naja. Gut, damit muss man halt leben. Wie komme ich jetzt hier hoch? Von der anderen Seite vielleicht? Von hier? Na, jetzt... Ne? Geht da doch schon mal. Jetzt geht doch mal da hoch. So. Okay. Eine wunderschöne Aussicht und ich trinke mal einen Schluck. Während ihr das da bewundern könnt. So. Ich muss eh gleich eine Aufnahmepause machen, weil ich nachher gleich nochmal zur Uni muss. Hatte ich schon mal erwähnt. So, mal abgesehen davon, dass ich eh Aufnahmepause machen muss, weil ich sonst bis in Folge 300 reinkomme und was, und das will ich natürlich nicht. Ne, weil irgendwie sinnlos. Weil ich möchte ja schon gerne, dass Folge 300 was Besonderes wird. Andererseits kann ich das ja auch einfach reinschneiden, das wird ja auch gehen, aber nee. So. Ja, jetzt noch die Fertigkeitsherausforderung hier, die ist bestimmt total toll. Kuru. Quaggan ist schnell und klug, weil Quaggan komische Krabben sammelt. Quaggan hat eine todsichere Fangmethode. Wollt ihr mal sehen? Okay, dann wollen wir mal sehen. Krebs. Ey, Krebs, ich glaube, du hast Krebs. So. Nee, was? Ach, keine Ahnung. Nee, ich glaube, darüber macht man keine Witze. So. Ne? Naja. So. Ja, und jetzt? Töte ich einfach den Krebs. Das ist total toll und spannend und wow. Ich bin voll geflasht. Der macht vor allem so viel Schaden an mir. Siehst du ja. Wow. Ich glaub's nicht. Bin so... Es ist so herausfordernd einfach. Weil der mir so viel anhaben kann. Siehst du ja, ich habe schon wieder volles Leben. Ach Mist. War falsch. Das hier wollte ich machen. So, stell ich das noch auf. Jetzt habe ich noch mehr Leben. Toll. Voll sinnvoll. Komm, noch so eine Standarte hier. So, Standarte. Das ist Arte, bloß mit Standbild. Gibt's bestimmt. Oh, jetzt habe ich die Krebse wieder da getötet. Der holt immer so kleine Krebse herbei, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die sind nicht wirklich eine Bedrohung eigentlich. Die haust du mit einem Schlag weg. So, wow, toll. Yeah, ich bin voll geflasht. Das ist einfach ein Traum. Toll. Yeah, eine Fertigkeitsherausforderung. Alter, ich verliere überhaupt keine Lebenspunkte. Na gut, doch, aber ich heile mich sofort wieder hoch. Das ist es ja. Ich glaube, jetzt zum Ende hin macht er ein bisschen mehr Schaden, kann das sein? Aber eher nicht so. Irgendwie. Eigentlich eher nicht so. Nee, schon wieder gleich voll. Da, schon wieder voll. Das ist doch nicht wahr. Brauch gar nichts machen, ich muss einfach nur draufhauen. Das ist einfach so spannend und so toll. Ich bin so unglaublich mitgerissen.
von diesem Spiel und von dieser Fertigkeitsherausforderung. Das ist so, so aufregend und so schwer und ja, es ist einfach toll. Nee, es, was soll ich dazu noch sagen? Stirb einfach. So, fertig. Gut. 66%, schon wieder zwei Drittel fertig, fehlt noch ein Drittel. Und wie viel haben wir von der Welt? 67%? Ach krass. Ja, sind auch zwei Drittel. Bei Folge 300 vielleicht? Zwei. Ne, muss man rechnen, das Ganze durch 2 macht 150 mal 3. Also wenn man so rechnet, theoretisch noch. Also wenn ich bei Folge 300 67%, das heißt also zwei Drittel fertig habe, nach 300 Folgen, dann werde ich wahrscheinlich nach circa, ne, aber nur circa, oh, Event war erfolgreich, achso, ja gut, nach circa, oh, warte, Wegmarke, nicht vergessen, so, nach circa, ich weiß nicht, noch 150 Folgen, dann sollte ich fertig sein, ne, wie lang ist denn das? Bis, wir haben jetzt, das kommt jetzt so Mitte November raus, nicht ganz, so Anfang November. Heißt also noch circa, ja, wie viel eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, wie lange denn noch. Wie lange ist denn das? 150 Folgen sind 5 Monate. Also, Dezember... Januar, Februar, März, April. So Mitte April irgendwann bin ich vielleicht fertig. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein bisschen früher. Vielleicht schon Anfang oder Anfang April. Vielleicht schon März. Auf jeden Fall ist es auch gut so, weil ich wollte nämlich... Ach hier, ich habe ich Tucker geholfen. Weil ich wollte nämlich noch WoW dann let's playen. Und zwei MMOs gleichzeitig ist... drei MMOs gleichzeitig wäre ein bisschen viel. Ne? Muss ich auch zugeben. Wobei ich dann wahrscheinlich keine anderen Projekte... naja, gut. Ich weiß nicht, ob das so... Keine Ahnung. Ob das alles so gut ist. Blaues Zeug, keine Ahnung. Fleischstück. Und vielleicht noch Blätter. Und dann schmeckt interessant. Toll. Was ist jetzt passiert? Ich bin unsichtbar. Auch nicht schlecht. Okay, Tränketisch. Ich nehme mal den Trank zu mir, so. Ich werf den einfach mal. Keine Ahnung. Okay. Frag mich nicht, was ich jetzt hier genau machen soll. Ich soll Zutaten sammeln. Ach, was ist denn hier schon wieder los? Hier ist einer tot. Ich glaube, das hilft denen auch, wenn ich den einfach wiederbelebe. So, wenn ich jetzt natürlich angegriffen werde, dauert das wieder viel zu lange. Deswegen töte ich erst den hier. Und dann belebe ich den wieder. So. Tja. Wow, total spannend, aber naja. Es gibt Schlimmeres, ne? So, stirb, Kreiten, Nimros. Komm mal von deinem hohen Nimros hinunter, herunter. So, Mitglieder der toxischen Allianz getötet. Eins? Ein Mitglied? Oder was? Komisch. Mhm. Jetzt werde ich... Kämpfe ich denn mit irgendwem oder woran liegt es gerade, dass ich so wenig heile? La, 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 mach mal schneller. So, schon besser. Und du auch nochmal. Der ist ja eh fast wieder am Leben. So, hey, das bringt sogar echt einiges. Krass. Hier sind ja, das Gute ist, hier sind alle tot. Das heißt, ich kann die alle wiederbeleben. Und dann ist das fertig. Toll. Schön, oder? Das ist natürlich auch schön, aber ob das so Sinn der Sache ist, naja, egal. So, Hauptsache fertig. Genau, das ist das Wichtigste. Damit am Ende 100% steht. Ja, das, der Weg ist ja nicht das Ziel, nee, gar nicht. Naja, komm, ich belebe den jetzt trotzdem mal wieder. Einfach nur, weil ich es kann und weil es schon ganz hilfreich ist. So, da stirbt ja gleich der Nächste. Oder wie soll ich das verstehen? 3 habe ich wiederbelebt, der nächste da hinten wird schon wieder angegriffen und ist gleich wieder tot. Moment, das ist gut, dann kann ich den gleich wiederbeleben. Andererseits, nee, komm. Nee, warte, der stirbt gar nicht. Ah, der hat es geschafft, den zu töten, das ist ja unfassbar, wie geht das denn? Ist ja auch interessant, dass ein NPC mal schafft, einen anderen Gegner zu töten. Hätte ich nicht erwartet, sonst sterben die immer gleich.
Nach 2 Sekunden. Naja, gut. Aber sind halt Frösche, ne? Oder Hylek, was willst du da sagen? So. Und Kreid, naja. Kreid halt, ne? Die siehst du auch immer. Irgendwie gibt es so wenig Abwechslung jetzt hier in dem Spiel. Irgendwie wiederholt sich das alles. Das ist ein bisschen doof. Das mag ich nicht. Dass du halt, du kommst in ein neues Gebiet und hast wieder Gegner, die kennst du schon aus dem Anfang, aus dem Anfangsgebiet eigentlich. Ist ein bisschen doof. Muss man ja mal zugeben. So, jetzt aber erstmal, komm, das mache ich noch fertig, dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Das werde ich ja wohl noch schaffen hier. Komm schon, du musst jetzt sterben und dann wiederbeleben. So, yeah, toll. Und beim nächsten Mal kann ich erstmal das vorlesen. Toll. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich einfach Überlänge und dann mal sehen. Ne? So, jetzt erstmal hier. Ach, da hinten ist noch eine Wegmarke irgendwo. Muss ich auch nochmal entdecken. Hier oben drauf ist die irgendwie. Wie komme ich da hin? Warte mal. So. Hier. Da kann ich einfach durchlaufen. Auch nicht schlecht. Wegmarke. Ach, hier. Was ist denn hier schon wieder los? Schon wieder einer, der da... Hier... Ein Kreid-Sklavenhändler. Welchen Sinn hat das eigentlich, wenn man Sklavenhändler ist und seine Sklaven tötet? Dann kann man doch nicht mehr mit denen handeln. Verstehe ich nicht. Oder was haben die hier an... Ja, was ist denn deren Intention, wenn sie hier hinkommen? Ich meine, so ein Sklavenhändler will doch bestimmt Sklaven sammeln. Oder halt rekrutieren. Nee, das klingt auch falsch. Ja, Leute einfach versklaven. Weißt du? Das will der doch wahrscheinlich. Oh, schon fertig. Ach, krass. So was aber auch. Ja, toll. Und ich krieg schon wieder EP. Wow, es ist ein Traum. Hier ist schon wieder einer tot. Ach komm, ich lass sie jetzt mal. Hm. Ja, ich gehe mal zu ich Taka. Und dann, ich bin ein Taka. So, was hat er denn hier überhaupt? Jägerharpune, ist die besser? Nee. Ach, das ist alles so schlecht, weil es für, naja... so low-level ist irgendwie. Nee, es bringt alles nichts. Na gut. Oder? Warte mal, vielleicht das hier. Nee, das hier vielleicht. Nee, ist schlechter. Verdammt. Okay, egal. Charlotten en Gros. Was ist das denn? Keine Ahnung. Hm. Wahrscheinlich was zu essen. So, vielleicht habe ich auch falsch vorgelesen. Ich weiß es nicht. Na gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und vielleicht könnt ihr ja mal das Video gut bewerten oder so. Oder mal einen Kommentar da lassen. Ich freue mich immer über Kommentare. Also wirklich jetzt. Ich freue mich da wirklich drüber. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.